Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Brotaufstriche, die glücklich machen. Ich bin ja ein großer Fan der Feinkostküche orientalischer Herkunft und ich liebe Schafskäseaufstriche. Und die gehe ich mir auch immer regelmäßig bei unserem Türken im Ort kaufen. Die haben wirklich die allerbesten in unendlich vielfacher Auswahl. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob das Rezept, das wir in unserem Forum gefunden haben, scharfe Schafskäsecreme, das muss man erstmal aussprechen können, ob das an das rankommt, was es bei unserem Türken zu kaufen gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird eine Herausforderung. 15 Knoblauch brauchen wir. Die kommen in unseren Kessel hinein und werden 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Mit dem Spatel nach unten geschoben. Eigentlich ist es relativ flott, was wir hier machen. Wenn ich sehe, was wir da so brauchen, ist doch relativ schnell fertig alles. Dann kommen 25 Gramm Oliven dazu. Das waren eingelegte Oliven und vielleicht noch eine ganz wichtige Information. Die sollten entsteint sein. Nur mal so. Ja. Nebenbei bemerkt. So, dann ebenfalls wieder mit dem Spatel nach unten schieben und unsere Hauptzutaten kommen hinzu, nämlich Schafskäse. Und dann nehmen wir 200 Gramm. Wir haben den jetzt hier schon so ein kleines bisschen vorgeschnitten, also so klein braucht ihr den gar nicht zu schneiden, das übernimmt ja die Maschine. Und 50 Gramm Milch noch rein. Das Ganze 10 Sekunden Stufe 4. So, wenn ihr euch jetzt fragt, ist es fertig? Die Schafskäsecreme ist auf jeden Fall fertig, aber wir machen ja scharfe Schafskäsecreme und deswegen fehlt natürlich noch unsere Schärfe. Und zwar habe ich hier Sambal Oleg. Ihr könnt natürlich auch Arisa nehmen, das ist wahrscheinlich noch authentischer, aber ich hatte noch Sambal Oleg da, deswegen nehme ich die. In unserem Forum steht 15 bis 50 Gramm sogar. Da wäre ich bei Arisa und natürlich auch bei Sambal Oleg sehr, sehr vorsichtig. Ich habe jetzt mal 20 genommen und ich glaube, das ist schon sehr, sehr spicy. Was mir persönlich jetzt nicht so viel ausmacht. Ich esse sehr gerne, sehr würzig und scharf, aber halt eben nicht jeder. Ja, und gerade bei Kindern, da muss man dann auch immer vorsichtig sein. Nochmal 10 Sekunden Stufe 4 und dann ist es eigentlich schon fertig. Also na, jetzt länger hier die Knoblauchzehen geschält als am Kessel gestanden. Wahnsinn. So, das müsste es gewesen sein. Ich bin gespannt. Kessel auf. Ja, von der Farbe her sieht das schon mal genauso aus, wie das beim Türken auch aussehen würde. Es ist jetzt noch nicht alles so ganz ordentlich vermischt. Ich glaube, ich lasse das mal noch mal ein paar Sekunden laufen. Auch wobei, das geht auch so, wenn ich das jetzt hier mit dem Spatel mache. Nee, ich lasse es einfach mal noch mal ein paar Sekunden laufen, damit da wirklich auch alles homogen gemischt ist. Wisst ihr, was ich mir jetzt hole, bevor ich das probiere? Fladenbrot. Das ist auch sowas, was ich total gerne esse, Fladenbrot. Ne? Manchmal kann man es noch ein bisschen in den Backofen machen zum Warmwerden, aber das braucht es gar nicht. Ich bin mal gespannt hier auf unsere Schafskäse, die scharfe Schafskäsecreme. Sieht schon mal extrem gut aus. Und ich probiere da jetzt auch direkt aus dem Kessel. Einmal so. Ambitionierte Schärfe, muss man sagen. Meiner Tochter wäre das zu scharf. Ich finde es optimal. Die Oliven kommen noch raus, der Knoblauch ist auch jede Menge drin. Solltet ihr vielleicht dann
abends vorher vermeiden, wenn ihr am nächsten Tag irgendwie ein Meeting habt, aber das ist echt der Knaller. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es macht meinem Türken im Ort auf jeden Fall Konkurrenz. Was nicht heißt, dass ich da keinen mehr kaufen gehe, weil da kaufe ich ja auch andere Sachen und dann nimmt man immer mal was mit. Aber das hier kann auf jeden Fall geschmacklich mithalten. Ganz, ganz sicher. Ich muss mir da jetzt echt mal hier so ein bisschen aufs Fladenbrot drauf schmieren, so wie ich das gerne esse. Man kann das natürlich auch zu gegrilltem nehmen, ja. Wirklich im Sommer ganz schnell vorbereitet, kann man auch mal mitnehmen auf eine Grillparty. Sind jetzt auch nicht wirklich viele ungewöhnliche Sachen drin. Das meiste hat man zu Hause, also ich habe immer Schafskäse zu Hause und das schmeckt einfach genial. Schmeckt nach Sommer, nach Urlaub und nach Knoblauch. Wenn man es mag, perfekt. Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachkochen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Ideen. Wie gesagt, es gibt da ja unendlich viele verschiedene Schafskäse-Creme-Varianten. Schreibt mir das, würde mich freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal tschüss und guten Appetit.